Die neue Woche beginnt gar nicht so gut. Zumindest mal, was die Stimmung angeht, ist sie ein bisschen gedämpft, denn Crash-Sorgen kommen immer mehr auf, weil der Markt einfach den Hintern nicht hochkriegt und die Sorge erwächst, dass das Ganze uns irgendwann mal um die Ohren fliegt. Das steht ja sowieso eigentlich an, aber wir wollen es hier nicht zu fundamental werden lassen. Wir gucken mal, was die Marktteilnehmer aus der Situation aktuell machen. Also die Nachrichten, die natürlich den Markt bewegen, natürlich die Informationen zu Tapering und Co., natürlich die Informationen aus China, was auch immer alles auf den Markt einwirkt. Für uns relevant, was die Marktteilnehmer draus machen. Kaufen sie noch, kaufen sie nicht mehr? Sind sie in Panik in der einen oder anderen Richtung mit dabei? Wenn wir hier auf den DAX, fangen wir damit mal an, draufschauen, dann sehen wir schon mal, nee, also das ist nicht wirklich etwas, was mit Panik zu tun hat. Zwar, der Bock nach oben ist weg, aber die Abwärtsbewegung nicht wirklich unter Druck oder der Markt nicht unter Druck, was das Ganze angeht. Wir können also davon ausgehen, hier ist erstmal alles safe. Nicht gut, nicht wirklich Kauflaune, keine Frage, aber eben zumindest kein Drama, was das Ganze hier angeht. Ich hatte es ja häufiger mal erwähnt, dass wir eigentlich diesen Rücksetzer hier runter nochmal machen müssten. Was heißt machen müssten? Das ist kein Pflichtprogramm, das steht in keinem Handbuch drin. Der DAX muss da nochmal runter in so einer Situation. Es ist aber sehr typisch, dass es passiert und die Marktteilnehmer haben ja offensichtlich keine Kauflaune. Wenn dann nochmal irgendwie was Doofes passiert, können wir mal gucken, welche schlechten Nachrichten da vielleicht dann den Ausschlag geben, aber die können dann natürlich dafür sorgen, dass der Kurs dann diese Tiefs ansteuert. Ich erinnere noch mal daran, ungefähr die 15.000er Marke, ein bisschen höher, das kann auch 14.800 sein. Das wäre so dieses natürliche Korrekturniveau nach so einer Geschichte. Wenn es dann weitergeht, wenn es da massiv drunter geht, beziehungsweise hier nochmal unter diese Marke, dann wird es dann gefährlich. Aber im Moment würde ich davon noch gar nicht sprechen wollen. Gucken wir mal auf die Amerikaner. Die sind ein bisschen uneinheitlich. Auch da gibt es ja, oder gerade da gibt es ja jetzt die Sorge, naja, wie sieht es denn aus? Die Fed, wann tapert sie doch schneller als vielleicht? Weil ich sag mal so, wir schießen uns ja selber ins Knie. Wir sagen immer, nein, Inflation, alles temporär. Auf der anderen Seite gehen die Rohstoffpreise massiv nach oben. Ich bin mal gespannt, jetzt sind wir zwar in Amerika hier, aber wenn jetzt das mit der Mindestlohnerhöhung ist, es geht mir nicht darum, ob das gut ist oder schlecht ist. Es ist schon eine Frage, ob man den Lohn nicht ein bisschen erhöhen sollte, weil manche wirklich für einen Hungerlohn arbeiten müssen. Das kann ich sowas von nachvollziehen. Verteuert aber die Arbeit. In dem Fall aber in Deutschland, um Himmels Willen. Das hat jetzt keine Auswirkung für Amerika. Verteuert aber die Arbeit. Arbeitsverteuerung wird früher oder später immer an den Endkunden weitergegeben. Da sagt man dann nicht, ja gut, dann mache ich halt dann Minusgeschäft da draus, sondern wird es halt an den Käufer sozusagen weitergegeben. In Amerika haben wir zwar nicht die gleiche Diskussion, die wir jetzt politisch eben gerade miterleben in Deutschland vor der Bundestagswahl, aber wir haben ebenfalls dort eine Verteuerung der Arbeitskosten. Und weil einfach die Plätze nicht besetzt werden können, ja, das führt halt zur Inflation. Und diese Sorge, vorsichtig, diese Sorge, ob das passiert oder nicht, werden wir dann sehen, die führt wahrscheinlich dazu, dass der Markt im Moment nicht so richtig den Popo hochkriegt und ebenfalls, das ist eigentlich analog zum DAX, eben nochmal gute Chancen hat, dass wir hier runter Richtung 33.000. Das wäre die analoge Situation hier. Einfach aus der Geschichte, dass die Aufwärtsbewegung, ich sag's jetzt mal, doof aussieht. Warum ist das doof? Mit den vielen Überschneidungen. Er kriegt es halt einfach nicht wirklich hin. Das heißt nicht, dass der Kurs darunter muss. Er kann natürlich nochmal weitergehen. Es ist aber leidenschaftslos. Es ist für diejenigen, die sagen, ich will ein ganz sicheres Geschäft haben, nicht der beste Clou, jetzt hier einfach einzukaufen. Denn das, was wir bisher sehen, ist da noch sehr, sehr harmlos. Immerhin im 5-Minuten-Chart für die, die jetzt im Wochenanfang zelebrieren, nicht ganz schlecht. Die Aufwärtsbewegung ja einigermaßen zumindest nochmal zügig. Noch ist dieses Gewackel hier oben, das kann man durchaus als eine Korrektur auffassen. Und das hier konnte man auch als eine Korrektur auffassen. Und diese beiden sind jetzt überlappungsfrei. Noch. Nur wenn der Kurs da drunter geht und wird unter dieses Zwischenhoch hier, für all diejenigen, die es jetzt noch nicht bemerkt haben, das ist jetzt schon der Dezember-Kontrakt, denn wir haben ja schon diese Woche Verfallstag. Die Amerikaner, Hinweis, anders als die Europäer oder als die Deutschen, insbesondere jetzt mit dem DAX, stellen ihre Kontrakte oder das Volumen, sagt man, geht eine Woche vorher um. Also vom Freitag jetzt, heute wird nur noch der Dezember-Kontrakt gehandelt. Also dementsprechend hier dann etwas neue Kontrakt. Falls ihr jetzt Abweichungen habt mit den Werten, nicht wundern, das liegt einfach daran, dass das hier jetzt
der Dezember schon ist. Also, solange das hier noch überlappungsfrei ist, und es ist es knapp, wenn auch noch nicht so richtig toll hier, wenn ich das hintere Ende angucke, naja, noch ganz okay, aber mehr als ein ganz okay ist es dann in dem Fall wohl nicht, denn wir sehen schon, dass die Aufwärtsbewegung hier ja, so richtig den Spaß auch noch nicht gefunden hat. Ähnlich ist es beim S&P 500. Wir hatten ja mal angedeutet, hier diese Kiste, das wäre so ein Klassiker. Gut, die hat er jetzt mehr oder weniger erreicht. Also dieser Schub nach oben, super, diese Abwärtsbewegung nach unten. Ja, die hat er bisher schon so halbwegs erreicht. Also rechts und links ist mir egal, mir kommt es auf die Höhe mehr an jetzt in dem Fall. Wir sehen allerdings auch, dass das, was wir hier bisher an Gegenwehr hatten, das hier A, B, C, ja, aufwärts nochmal A, B, C, ja, ist auch nicht so richtig toll. Aber die Abwärtsseite auch doof. Das ist ebenfalls, also hier sogar noch 1, 2, 3, 4, 5, da haben wir letzte Woche noch drüber gesprochen, wackelig hoch. Jetzt hier der Punkt leicht tiefer als das. Deshalb die Frage, ist das wirklich eine A, B, C oder ist das nicht der Fünffäller noch hier runter und dann haben wir hier eine Gegenbewegung, die dann hier sozusagen so halbwegs A, B, C ist. Ich habe keine Ahnung, aber die letzte Bewegung, die gibt mir wieder eine klare Ahnung. Das ist wohl nicht vorrangig korrektiv, nicht mit dieser Geschwindigkeit. Das schreit sehr nach einer Fortsetzung nach unten. Ja, wir sehen einfach so eine Geschwindigkeit, so eine steile Bewegung, fünfwellig auch noch angedeutet, zumindest bis jetzt vierwellig. Eins, zwei, drei, hier wieder gewackelt, vier. Ah, ich gehe davon aus, da geht noch ein bisschen mehr. Noch sind wir da allerdings safe. Solange wir nicht jetzt deutlich unter die 4422 gehen beim Future-Dezember-Kontrakt hier, ist alles in Ordnung. Also es geht jetzt nicht millimetergenau. Also wenn er 16 geht, ist es auch noch in Ordnung, aber es ist weniger in Ordnung. Wenn er auf 8 geht, also 4408, ist auch noch in Ordnung, aber noch weniger in Ordnung. Also es nimmt immer mehr ab, je weiter wir da unten runterfallen. Und aus meiner Sicht spätestens bei der 78er sind die Wahrscheinlichkeiten, dass dann trotzdem der Kurs nach oben geht, längst nicht futsch, aber eben noch deutlich untypischer. Also da würde ich dann sagen, So, und dann sind wir schnell auch in dem Bereich hier schon durch diese Marke. Ihr seht, diese Unterstützungsmarke, die liegt ungefähr bei 4.428. Das ist wieder ungefähr diese Marke. Ein bisschen tiefer noch, weil die Grünen, seht ihr, sind leicht auf der Unterseite. Also da hier auf diesem Niveau wäre noch alles in Ordnung, würde auch hier dementsprechend. Ansonsten ist auch schnell der Kurs offen für unter 4.400. Ja, da sind wir genau nämlich wieder hier. Und das wiederum ist übergeordnet kein gutes Zeichen, wenn der Kurs das macht. Also noch ist alles safe. Auch wenn diese Anfragen sind, gibt es jetzt einen Crash, ja oder nein, noch ist alles safe. Die Abwärtsbewegung, wie wir sie bisher gesehen haben, ist auch jetzt noch mehr oder weniger völlig in Ordnung für so eine Abwärtsbewegung. Und wenn sie noch ein bisschen weiter geht, ebenfalls noch in Ordnung. Nur denkt dran, viel weiter sollte es dann nicht mehr sein. Dann kippt das Bild nämlich ganz, ganz schnell. Also jetzt aufpassen, noch keine Panik, keine Sorge. Aber spitz, pass auf, das ist keine gute Situation, wenn der Kurs jetzt hier noch sich unter diese Marken entsprechend durchsetzt, weil das passt von den Größenordnungen dann nicht mehr. Und je mehr Marken dieser Art, also einige gucken auf diese Fibo-Marken, Self-Fulfilling Prophecy, muss ich euch nicht erklären, kennt ihr, je mehr er da durchgeht, werden einige sagen, der sieht aber jetzt doof aus. Andere gucken auf sowas wie die Symmetrien. Oh ja, er war immer so weit runtergegangen, da haben wir uns schon dran gewöhnt. Nur da soll er jetzt nicht mehr durchgehen. Je mehr er diese Marken durchstößt, die nächste wäre dann hier, die nächste wäre dann hier. Jedes Mal gibt es eine Handvoll und sehr große Hände voll, mehr Marktteilnehmer, die sagen, wer weiß, ich glaube, ich muss umdenken. Je mehr Leute umdenken, dann kaskadiert das irgendwann in ein Verhalten, wo dann die ersten Lemminge springen und dann alle anderen hinterher. Ob das realistisch ist, ob das sinnvoll ist, das spielt dabei keine Rolle. Das ist ein ganz normales, typisches Verhalten. Da sind die Börsianer nicht groß anders wie die Lemminge. Und in dem Fall wäre es ja sogar noch zu verstehen, denn dieser Preisanstieg, den wir hier gesehen haben, dass der natürlich nur aufs Tapering zurück oder weitestgehend stark vom Tapering beeinflusst ist, Entschuldigung, nicht vom Tapering, vom Easy Money, von dem Gelddrucken der Notenbanken, dass das die Motivation ist, ist ja auch nachvollziehbar. Also insofern vorsichtig. So, wir sehen das hier im 4-Stunden-Chart Nasdaq. Es ist ähnlich, wir sind noch nicht da. Wir sind knapp quasi da, wo ich ihn mindestens haben will. Ich sage ja mal so die 38, wenn es ein bisschen höher ist, ist auch okay.
Insofern, wir haben das gesehen, was wir müssen. Der Markt dürfte nach oben. Was ihm jetzt gut täte, ist, wenn er hier mal anfängt, diese Zwischenhochs rauszunehmen. Zum Beispiel diese hier. Merkt euch dazu die 15.559er auf den Dezember-Kontrakt. Das Zwischenhoch von heute Nachmittag hier irgendwann. Das mal merken in dem Zusammenhang. Wenn der Kurs da drüber geht, dann ist schon mal einiges getan als Zeichen des guten Willens. Insbesondere, wenn das dann bitte nicht so passiert. Im Gegenteil, dann habe ich circa große Sorgen, dass es nicht noch deutlich tiefer geht, sondern wenn es hier steil nach oben kommt, dann würde ich sagen, das war eine zum Schluss beschleunigte, aber ganz klar korrektive Abwärtsbewegung mit den vielen überschneidenden Gegenbewegungen, die wir hier haben. Messt das mit den Überschneidungen hier mal selber. Klar korrektiv, das wäre dann also ein Zeichen hier, aber der Lackmustest wäre der Bruch dieser Marke. Nach unten hätten wir hier mehr Platz, allerdings ist das dann eine Frage, je einwelliger oder je weniger Korrektur dazwischen ist, also besser wäre, er macht dann nochmal eine Korrektur und dann wieder nach oben oder er hört jetzt sofort auf. Was ich nicht gut gebrauchen könnte, ist, wenn er jetzt direkt darunter läuft, weil da muss man sich wieder die Frage stellen, warum haben die so Sorge? Warum kriegen die den Popo nicht hoch? Wann da los? Kein gutes Zeichen. So, jetzt haben wir lange über die Indizes gesprochen, alles andere müssen wir dann an anderer Stelle tun. Ihr wisst das, ihr kriegt die Nachrichten ja, falls ihr euch sowieso schon angemeldet habt bei Born for Trading sowieso, auch auf Smartphone und dementsprechend jetzt an dieser Stelle euch jetzt erstmal liebe Grüße, viel Erfolg mit den Indizes. Guckt ein bisschen drauf, noch ist es safe, aber es wird spannender, ob es jetzt kippt oder dann doch nicht. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute und liebe Grüße.